Ein geheimer Bunker rettet in England tausenden Soldaten das Leben. Erst in den 80ern haben wir die außergewöhnliche Geschichte dahinter erkannt. In den Niederlanden machen Bergleute einen erschreckenden Fund. Plötzlich fanden sie diesen Schädel. Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Und in der Ukraine offenbaren die größten Katakomben der Welt ihre Geheimnisse. Niemand sollte erfahren, was den Kriegshelden zugestoßen ist. Unter unseren Füßen gibt es unzählige Höhlen, Grotten und Tunnel. Diese Ausmaße sind unglaublich. Errichtet von Menschenhand? Das einzige mit einer Burg. Oder geschaffen von der Natur? Es braucht Mut. Schon lange folgen Menschen dem Ruf der Tiefe. Auf der Suche nach geheimen Welten. Für das Vereinigte Königreich hat die militärische Sicherung der Küste stets eine wichtige Rolle gespielt. Im Zweiten Weltkrieg werden die Kreidefelsen von Dover in Englands Süden zur Frontlinie. Hinter den steilen Klippen und direkt unter Dover Castle entsteht ein Tunnelsystem. Eine Kommandozentrale der alliierten Streitkräfte im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Bombensicherer als das hier konnte kein Hauptquartier sein. Was veranlasst Winston Churchill, den Bau der Geheimtunnel anzuordnen? Warum wird Dover Castle verschont, als deutsche Bomber die Stadt in Schutt und Asche legen? Diese 106 Meter hohen Kreidefelsen überblicken die Straße von Dover im Süden Englands. Es ist wohl der bekannteste Abschnitt der britischen Küste und die schmalste Stelle des Ärmelkanals. Nordfrankreich ist hier nur etwa 33 Kilometer von Großbritannien entfernt. Direkt unter Dover Castle, einer imposanten mittelalterlichen Festung, befindet sich ein beeindruckendes Tunnelsystem. Historiker Jonathan Code beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Burg und ihrer Unterwelt. Dover Castle hat eine lange Geschichte als Festung, von 1066 bis 1958. Unter der Festung liegen mehrere Tunnelebenen. Zwei davon stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Kasematten-Ebene befindet sich in 15 Metern Tiefe und wurde im späten 18. Jahrhundert errichtet. Damals fürchtet England eine Invasion durch die französische Armee. Dover wird in dieser Zeit zur stark befestigten Garnisonsstadt. Um zusätzliche Quartiere zu schaffen, entstehen die Tunnel unter Dover Castle. Die Umbauten fanden ab 1797 statt. Auf dem Höhepunkt der napoleonischen Kriege lebten hier mehr als 2000 Mann, teils monatelang. Nach dem Sieg über Napoleon im Jahr 1815 nutzt die Küstenwache die Tunnel im Kampf gegen Schmuggler. Erst mit Beginn des Zweiten Weltkriegs bekommen sie wieder eine militärische Bedeutung. Die Royal Navy errichtet hier eine Kommandozentrale und ein Lazarett. 15 Meter unter der Erde ist man vor den Angriffen der deutschen Luftwaffe sicher. Ein äußerst schwieriges Ziel. Bombensicherer als das hier konnte kein Hauptquartier sein. Aufgrund ihrer strategisch wichtigen Rolle werden die Tunnel zwischen 1940 und 1943 erweitert. In dieser Zeit entstehen zwei neue Ebenen,
Anax und darunter in 50 Metern Tiefe die Ebene Dompi. Premierminister Winston Churchill holt dafür Bertram Ramsay aus dem Ruhestand, einen hochdekorierten Veteranen des Ersten Weltkriegs. Er bekommt das Kommando über den Hafen von Dover. Admiral Ramsay war ein extrem guter Organisator und die ideale Person, das Hauptquartier zu leiten. Ab dem 26. Mai 1940 arbeiten Ramsay und sein Team rund um die Uhr. Sie planen eine der größten Rettungsaktionen der Geschichte, Operation Dynamo. Die alliierten Truppen im französischen Dünkirchen müssen über den Ärmelkanal gebracht werden, ehe die Wehrmacht die Stadt einnimmt. Ein wichtiges Kapitel britischer Geschichte. Die Evakuierung wurde von hier aus geplant und organisiert. Was hier passierte, war unerlässlich für den Erfolg. Mit Operation Dynamo gelingt die Rettung von fast 340.000 alliierten Soldaten aus dem von der Wehrmacht eingekesselten Dünkirchen. ...933 Boote sind im Einsatz. Von der Kommandozentrale aus koordinieren Admiral Ramsay und sein Team die Evakuierungsflotte. 1941 wird eine militärische Telefonzentrale eingerichtet, die die unterirdischen Hauptquartiere über 80 Kilometer entlang der Küste verbindet. Von hier aus dirigiert die Marine die Schiffe im Kanal. Wir sind nun in der Artillerie-Einsatzzentrale. Von hier aus wurden die Geschützanlagen von Hastings im Westen bis nach South Foreland kontrolliert. Mit dem Aufkommen von Radartechnik, guten Funk- und Telefonverbindungen konnten die Küstenstützpunkte ihre Befehle erstmals von einer zentralen Stelle erhalten. Angeblich plant Hitler nach einer möglichen Invasion der britischen Inseln in Dover Castle sein Hauptquartier zu nehmen. Während die Festung von den Fliegerbomben verschont wird, trifft es die Stadt Dover schwer. Ab Juli 1940 nehmen deutsche Geschützanlagen von Frankreich aus die britische Küste unter Beschuss. Zeitgleich kämpfen Luftwaffe und Royal Air Force um die Herrschaft über den britischen Luftraum. Die Gefechte gehen als Luftschlacht um England in die Geschichte ein. Zwischen Juli und Dezember sterben bei den Bombardements über 27.000 englische Zivilisten. 32.000 weitere werden verwundet. Die Tunnelebenen Anax und Dumpy stammen aus dieser Zeit. Auf der Anax-Ebene wurde für die Einwohner Dovers ein Notfalldienst eingerichtet. Auf der Annex-Ebene wurde 1941 ein unterirdisches Krankenhaus für die Bevölkerung bereitgestellt. Man fürchtete, das Flächenbombardement und der Beschuss über den Kanal hinweg werde zu hohen Opferzahlen führen. Die Annex-Ebene liegt 10 Meter unter der Erde. Das Lazarett verfügt über einen Operationssaal. Es gibt eine Küche und einen Speisesaal. Hier im Eingangsbereich wurden die Verletzten eingeliefert. Die Einrichtung hier ist zweckmäßiger als unten drunter, in den Kasematten. Es ging um Effizienz und Schnelligkeit. Das tiefste Level des Dover-Tunnelsystems heißt Dumpy. Das steht für Deep Underground Military Position Yellow. Was es mit Yellow, also Gelb, auf sich hatte, ist heute nicht mehr bekannt. Dumpy ist normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es ist der tiefste der drei Tunnelkomplexe hier, ungefähr auf halber Höhe der Klippen. Dieses Hauptquartier für kombinierte Operationen sollte bei der Invasion von Festlandeuropa die Aufgabe eines vorgeschobenen Gefechtsstands übernehmen. Doch es kommt anders. Die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 wird von Portsmouth aus koordiniert.
Diese Treppe entspricht nicht gerade heutigen Sicherheitsstandards. Bei einem Sturz würde man ziemlich tief fallen. Heute sind die Tunnel ein Museum. Die Einrichtung wurde mit Ausnahme der Dumpy-Ebene dem Stil der 1940er Jahre nachempfunden. Ganz in der Nähe liegt eine weitere Tunnelanlage. Rund 4 Kilometer entfernt befindet sich Fan Bay Deep Shelter mit den Überresten einer Geschützanlage. In den 1940er Jahren hat sie etwa wie diese deutsche Anlage die Batterie Moltke auf der Insel Jersey ausgesehen. Die Anlage bestand aus mehreren Plattformen mit Flugabwehrgeschützen. In den 1970ern wird der oberirdische Teil von Fan Bay abgerissen. Erst 2012 beginnt die Restaurierung der Überreste. Bei einem Besuch im Juli 1940 sah Churchill einen kleinen Schiffskonvoi auf dem Kanal und fragte Ramsay, ob das britische Schiffe seien. Nein, deutsche, antwortete der Admiral kleinlaut. Churchill war außer sich. Bis 1940 können deutsche Schiffe aufgrund unzureichender Verteidigungsanlagen bis nah an die britische Küste manövrieren. Um das zu ändern, lässt Churchill sofort mehrere Verteidigungsstellungen entlang der Südküste bauen. Fan Bay Deep Shelter entsteht innerhalb von 100 Tagen. Die Bauarbeiten begannen im November 1940. Am Valentinstag 41 war Fan Bay einsatzbereit. Die Anlage verfügt damals über 3 Geschütze. Der Bunker in 23 Meter Tiefe ist für 185 Mann und 4 Offiziere ausgelegt. Von den Bunkern und Geschützbatterien aus überwachen britische Soldaten den Horizont und feuern auf feindliche Schiffe und Flugzeuge. Deutsche Schiffe können sich der englischen Küste nun nicht mehr so einfach nähern. Die 3 Geschütze hatten eine Reichweite um die 22 Kilometer. Der Bunker besteht aus 9 Tunneln mit einer Gesamtfläche von 325 Quadratmetern. Links und rechts stehen Doppelstockbetten und bilden einen schmalen Durchgang. Es muss fürchterlich gestunken haben. Der Standort Fan Bay könnte ausgewählt worden sein, weil sich hier die Überreste einer Anlage aus dem Ersten Weltkrieg befinden. 1940 muss diese nur erweitert werden. Ein Grund, warum die Bauarbeiten in so kurzer Zeit abgeschlossen werden können. Es bot sich natürlich an, einfach einen vorhandenen Tunnel auszubauen. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben einen Zugang gegraben und die Tunnel zu Wohnkammern verbreitert. Eine Anlage aus dem Ersten Weltkrieg wird zur Basis für einen Bunker des Zweiten Weltkriegs. Vermutlich dienen die ersten Tunnelräume in Fan Bay als Unterschlupf für Soldaten, die diese Hohlspiegelmikrofone aus dem Jahr 1917 überwachen. Fotograf Joe Pettit Smith dokumentiert die akustischen Spiegel entlang Englands Südküste. Sein Großvater Bob Smith war an der Entwicklung ihrer Technik beteiligt. Wir haben es hier mit 2 von insgesamt 13 erhaltenen Spiegeln zu tun. Sie waren damals hochmodern. Ein akustisches Frühwarnsystem vor der Entwicklung des Radars in den 1930er Jahren. Die Betonschalen reflektieren und verstärken weit entfernte Schallwellen. So können feindliche Flugzeuge lokalisiert werden. Sie konnten die Flieger hören, lange bevor man sie am Horizont sah, und so rechtzeitig die Einheiten am Boden alarmieren. Somehow defend these structures were that.
In den 1970er Jahren lässt die britische Regierung viele unliebsame Gebäude aus Kriegszeiten abreißen. Spiegel- und Bunkeranlage aber liegen vergessen unter der Erde und bleiben verschont. Die unterirdischen Anlagen mussten versiegelt werden, damit niemand mehr hinein konnte. Und die oberirdischen Anlagen wurden zerstört. Meistens wurde der Schutt vom Abriss dann einfach in die Tunnel verfüllt. Fan Bay ist einer der am besten erhaltenen Tiefbunker. Die alten Tunnelsysteme in Dover zeugen von menschlichem Erfindergeist. In Zeiten der Bedrohung bekommen sie eine neue Bestimmung. Dover hat damit etwas Einzigartiges, das man in keiner anderen britischen Festungsanlage findet. Die Niederlande, bekannt für Tulpenfelder und Windmühlen. Auch hier gibt es einzigartige Unterwelten, wie die Kalksteingrotten unter dem St. Petersberg. Ein Höhensystem, das den Menschen hier jahrhundertelang Schutz bietet. Damals gab es hier 20.000 Gänge. Es ist eine der größten Höhlenanlagen des Landes. Im Inneren des Labyrinths macht man eine gruselige Entdeckung. Plötzlich fanden sie diesen Schädel. Und wie hat der niederländische Widerstand mit Hilfe der Tunnel und einem Rembrandt-Gemälde die Nazis überlistet? Von Zeit zu Zeit holten sie den Rembrandt raus und funkten Nachrichten nach England. Rund ein Viertel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Der 107 Meter hohe St. Petersberg hat für niederländische Verhältnisse also eine beachtliche Höhe. Er befindet sich nahe Maastricht, 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Amsterdam und nur einen Steinwurf von der belgischen Grenze entfernt. Auf dem Berg befindet sich ein Fort aus dem frühen 18. Jahrhundert. Direkt darunter liegt ein weit verzweigtes Tunnelsystem. Chantal Berger ist hier Fremdenführerin. Die Grotten befinden sich 30 Meter tief unter unseren Füßen. Es ist eine der größten Höhlenstrukturen des Landes. Das System hat eine Länge von über 80 Kilometern und besteht aus zwei Bereichen. Sonnenberg im Süden und die Nordgrotten unterhalb von Maastricht und dem Fort St. Peter. Hier müssen alle rein, die in den Nordtunnel wollen. Der St. Petersberg besteht aus Kalkstein und Mergel, ein beliebtes Baumaterial bereits im Mittelalter. Die Maastrichter haben den Boden unter ihren Füßen zu Geld gemacht. Man brauchte viele Steine für all die Häuser. Dem Gesetz nach gehörte einem nicht nur das Grundstück oberhalb der Erde, sondern auch alles, was darunter lag. Die Bauern fingen also an, mit Meißeln und Sägen Blöcke aus dem Gestein zu lösen. So entstanden im Laufe der Zeit 20.000 Tunnel, Block für Block. Maastricht ist eine der ältesten Städte der Niederlande und hat eine bewegte Vergangenheit. Die Tunnel bieten der Bevölkerung in Kriegszeiten Schutz. Während der Revolutionskriege wird Maastricht belagert. . 1794 marschiert die französische Revolutionsarmee in die Stadt ein und versucht, vor St. Peter in die Luft zu sprengen. Hier ist der Tunnel teilweise eingestürzt. Die Sprengung der Franzosen hat großen Schaden angerichtet. Das ist schon beeindruckend.
Doch die Franzosen verkalkulieren sich um 150 Meter. Das Fort bleibt unbeschädigt. Für die Soldaten aber könnte die Sprengung tödliche Konsequenzen gehabt haben. Bei einer großen Detonation in einem Tunnelsystem verteilt sich der Druck in allen Gängen. Die Sprengkraft, die nach oben wirkt, kann keinen 30 Meter dicken Kalkstein zerstören. Sollten noch Soldaten im Tunnel gewesen sein, überleben sie die Explosion wahrscheinlich nicht. Nach der Sprengung breitete sich eine massive Druckwelle aus. Vermutlich war die Explosion bis in die Höhlen dort hinten zu spüren. Sie muss gewaltig gewesen sein. Ein Ereignis ganz anderer Art hatte die Kalksteinbrecher in den Nordgrotten schon zuvor heimgesucht. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Es war düster, kalt und feucht. Zudem war die Arbeit ausgesprochen gefährlich. Und eines Tages, während sie gerade einen Block heraussägten, stießen die Arbeiter plötzlich auf einen gruseligen Schädel. Die Minenarbeiter graben einen gigantischen Schädel aus. Er ist 1,5 Meter lang und 1 Meter breit. Es handelt sich um das ca. 70 Millionen Jahre alte Fossil eines Mosasaurus, ein Meeresreptil bis zu 17 Meter lang. Sie hatten ein Gebiss wie ein T-Rex und konnten eine Meeresschildkröte oder einen Hai mit einem Biss schlucken. Der 1770 von den Minenarbeitern gefundene Schädel muss auf den Meeresgrund gesunken sein und wurde dann von Sedimenten begraben. Aus diesen Sedimenten hat sich der Kalkstein gebildet, aus dem der St. Petersberg besteht. Sie bekamen es sicher mit der Angst zu tun. Wir sprechen hier vom 18. Jahrhundert und die Leute waren sehr abergläubisch. Keiner kannte sich mit Fossilien, Geologie oder Paläontologie aus. 1794 bringen französische Soldaten den Schädel des Mosasaurus nach Paris, wo er im Naturkundemuseum vom berühmten Zoologen Georges Cuvier untersucht wird. Die Wissenschaftler sehen in ihm einen Beleg für eine neue Evolutionsgeschichte und wenden sich gegen den Primat der christlichen Schöpfungserzählung. Die Franzosen wollten damals den Einfluss der Kirche verringern. An die Stelle des Aberglaubens sollte die Wissenschaft treten. Der Mosasaurus-Schädel kam ihnen dafür sehr gelegen. Also konfiszierten sie ihn und brachten ihn nach Paris. Er wurde zum Kulturerbe der Französischen Republik. Der Schädel befindet sich noch immer im Pariser Naturkundemuseum. Die Maastrichter hätten ihn gerne zurück, doch in Paris hat man es damit nicht eilig. Der Maastrichter Mosasaurus wurde weltweit zum Sinnbild und zur Bestätigung der Evolution. Es ist aufregend, dass er hier bei uns gefunden wurde. Von einfachen Minenarbeitern, die nur Steinblöcke abbauen wollten. In den Tunneln von St. Peter ist das prähistorische Reptil dennoch lebendig. Den Maastrichter Künstler Jules Sondecker faszinieren die Tunnelwelten so sehr, dass er das vermeintliche Monster im Jahr 1900 zur Touristenattraktion macht, als eines von mehreren Kunstwerken in den Sonneberggrotten. Sein Urgroßneffe, der Fotograf Jean-Jacques Speusers, ist stolz auf das Werk seines Vorfahren. Die Skulptur ist von 1900. Sie ähnelt zwar eher einem Krokodil als einem Mosasaurus, ist aber trotzdem ein tolles Kunstwerk.
Jules Sondecker, der um 1900 noch keine Rekonstruktion eines Mosasaurus gesehen hat, muss sich ausmalen, wie das Tier ausgesehen haben könnte. Er verleiht ihm Beine und Füße, nicht wissend, dass Mosasaurier Flossen hatten. Sondecker ist nicht nur Bildhauer, er fertigt auch Holzkohlezeichnungen an. Dazu werden die Tunnelwände abgeschliffen und geglättet. Die Zeichnungen sollten Touristen in die Höhlen locken. Damals waren das vor allem wohlhabende Leute, die es sich leisten konnten, zu verreisen. Eines seiner Hauptwerke ist die Reproduktion der Nachtwache von Rembrandt. Sondecker überträgt Rembrandts Meisterwerk aus dem Jahr 1642 in Kohle an die Tunnelwand. Leider wird seine Arbeit im Laufe der Jahre immer wieder mutwillig beschädigt. Jean-Jacques Spoesers Familie besitzt noch immer die Rembrandt-Kopie, die Sondecker damals als Vorlage verwendet hat. Er hat die Kopie in Quadrate aufgeteilt und dieses Raster dann auf die Wand übertragen und ausgefüllt. Der Original Rembrandt ist ein Ölbild in dunklen Farben. Seine Version ist schwarz-weiß und entstand bei extrem schlechter Beleuchtung. Ein tolles, großes Gemälde. Und es ist so eine sorgfältige Arbeit. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurde die Zeichnung mittlerweile restauriert. Es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Rembrandts Nachtwache und den Grotten von St. Peter. Zusammen mit anderen niederländischen Kunstwerken wird das Gemälde hier während des Zweiten Weltkriegs vor den Nazis versteckt. Die Gemälde hingen einfach an diesen Gittern, ohne System. Einfach so viele wie möglich. Rembrandts Nachtwache hatte einen entscheidenden Nachteil: die Größe. 3,60 Meter hoch und 4,40 Meter breit passt das Bild durch keine Tür. Also wird es aus dem Rahmen gelöst. Nach einer Odyssee durch verschiedene Schutzräume landet es in St. Peter. Sie rollten es auf wie einen alten Teppich und dann versteckten sie es in dieser Nische. Eines der berühmtesten Gemälde der Welt mit einem damaligen Versicherungswert von 1 Million Gulden. So retteten sie unseren wertvollen Rembrandt. . 1940 besetzt die Wehrmacht weite Teile Europas. Im Mai marschieren deutsche Truppen in Maastricht ein. Sie wissen um die versteckten Kunstschätze, belassen sie jedoch in den Stollen. Dort lagert noch mehr, von dem die deutschen Besatzer nichts wissen. Material des niederländischen Widerstands. Stellen Sie sich das mal vor. Hinter dem Rembrandt war ein Funkgerät versteckt. Also rollten Sie den Rembrandt von Zeit zu Zeit aus seiner Nische, nahmen das Funkgerät heraus und schlossen es an den Strom an. So konnten Sie Nachrichten nach England funken, zum Beispiel über die aktuelle Flugwetterlage. Am 14. September 1944 befreien die Alliierten Maastricht als erste niederländische Stadt. Die Grotten unter dem St. Petersberg werden nach dem Krieg zur Touristenattraktion und ziehen jährlich tausende Besucher an. Man taucht in eine völlig andere Welt ein. Seit Jahrhunderten spielt die Maastrichter Unterwelt eine Rolle in der niederländischen Geschichte. Als Bergwerk, Schutzraum oder Schatzkammer.
Es ist ein Berg voller Geschichte. Hier unten zu sein, ist immer wieder geheimnisvoll. Odessa, die Perle am Schwarzen Meer. Unter der Stadt im Süden der Ukraine befindet sich ein riesiges Labyrinth. Wir sind in einem der größten Tunnelsysteme der Welt. Die bis zu 60 Meter tiefen Katakomben sind auf drei Ebenen angelegt und haben eine Länge von 2500 Kilometern. Über die Jahrhunderte sind sie nicht nur Zufluchtsort für die Bevölkerung, sondern auch Schauplatz von Tragödien gewesen. Unter diesen Umständen ist es schwer, nicht durchzudrehen. Leider sind sie alle umgekommen. Mehrere Menschen sollen in dem unterirdischen Labyrinth bereits verschollen sein. Nach 10 Metern hört dich niemand mehr schreien. Odessa ist die bedeutendste Hafenstadt der Ukraine mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Neben dem Opernhaus und der Potjomkinschen Treppe gehören dazu auch die Katakomben. Die Einheimischen sprechen vom größten Tunnelsystem der Welt. Pavel Zagniboroda beschäftigt sich seit vielen Jahren mit seiner Geschichte. Er kennt zahllose Einstiege ins Labyrinth. Nur wenige davon sind offen zugänglich. Die Katakomben in Rom sind 150 Kilometer lang, die in Paris um die 400 Kilometer. Unsere Tunnel erstrecken sich über 2500 Kilometer. So etwas gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Die Geschichte der Katakomben beginnt im späten 18. Jahrhundert. Kalkstein wird als billiges Baumaterial abgebaut. Dieser Kalkstein wird als Muschelkalk bezeichnet. Nach der Gründung Odessas im Jahr 1794 entwickelt sich die Stadt schnell zu einem wichtigen Handelsstützpunkt. Arbeiter bauen in den Schächten unter der Stadt große Mengen Kalkstein ab. Ein gigantisches Tunnelsystem wächst heran. Odessa ist sozusagen aus dem Untergrund entstanden. Heute kann man hier historisches Bergbaugerät besichtigen. Julia Pelevina führt seit 2 Jahren Touristen durch die Ausstellung. Diese Werkzeuge hat man in den Gruben gefunden. Damit wurden all die Tunnel in den Fels geschnitten, um Baumaterial für Odessa zu gewinnen. Die Sägen kommen aus Großbritannien. Dort war der Bergbau zu dieser Zeit schon weiter fortgeschritten. Die Minenarbeiter meißeln entlang der Brechlinien, um große Blöcke aus dem Gestein zu lösen, die anschließend zersägt werden. Das war eine harte Arbeit und sehr zeitaufwendig. In einer 10- bis 12-Stunden-Schicht kam eine Gruppe von 6 wirklich starken Männern nur etwa 1,5 Meter voran. Um 1870 hat Odessa bereits 165.000 Einwohner und wächst weiter. Der Bedarf an Baumaterial ist groß. Doch nach dem russischen Revolutionsjahr 1917 verliert der Bergbau an Bedeutung. Für die neu entstandene Sowjetunion haben die Metalle- und Schiffbauindustrie Priorität. Trotzdem werden die Katakomben weiterhin genutzt.
Nach dem Ende des Kalksteinabbaus entdeckten zwielichtige Gestalten die Tunnel für sich. Schmuggler und Diebe verbargen sich hier vor der Polizei. Sie versteckten hier ihr Diebesgut, Hehlerware, Waffen oder Geld. Im Zweiten Weltkrieg bekommen die Katakomben eine besondere Bedeutung. 1941 marschiert die Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Damit beginnt Hitlers Russlandfeldzug. Das Unternehmen Barbarossa. Zwei Monate lang belagern deutsche und rumänische Truppen Odessa, bis die Stadt im Oktober 1941 fällt. Zehntausende Zivilisten sterben oder werden als Zwangsarbeiter deportiert. Bald bilden sich Partisanengruppen, die die Besatzer angreifen. Eine der Gruppen nutzte diesen Teil der Katakomben als Versteck. Historische Quellen sprechen von 80 bis 100 Partisanengruppen, die 1943 im Untergrund agieren. Sie haben ihre Spuren auf den Tunnelwänden hinterlassen. Im Museum der heldenhaften Partisanen können Besucher sich ihre Plakate ansehen. Als die Besatzer die Tunnelzugänge verschließen, sitzen sie in der Falle. Sie kamen nicht mehr raus. Es ist schwer, unter diesen Umständen nicht durchzudrehen. Eine traurige Geschichte, denn sie sind umgekommen. Man erzählt sich, dass die Partisanen nach mehreren Monaten in den Katakomben verrückt geworden sind und sich gegenseitig getötet haben. Nur einer soll überlebt haben, Alexander Gluschtschenko. Er verbrachte noch ein weiteres Jahr allein im Untergrund, bis er es schaffte, nach Hause zu gelangen. Danach versteckte ihn seine Frau, aber noch ein weiteres Jahr im Keller ihres Hauses. Insgesamt war er also über 3 Jahre unter der Erde. Dass er dabei nicht verrückt wurde, macht ihn für mich zu einem Helden. Nach Kriegsende unterdrückt die Sowjetregierung unliebsame Informationen über Partisanenkämpfer. Pavel Zagniboroda glaubt, dass man Gluschtschenko zum Schweigen gebracht hat. 3 Tage, nachdem die sowjetische Armee die Stadt befreit hatte, wurde er erschossen. Vermutlich sollte niemand erfahren, was den Kriegshelden zugestoßen ist. Zum Schutz vor den Besatzern hatten die Widerstandskämpfer die Tunnel vermint. Nach Kriegsende müssen diese Minen zunächst entschärft werden. Nachdem die Stadt von den rumänischen und deutschen Truppen befreit war, haben Militäringenieure die Tunnel durchkämmt. Immer wenn sie mit einem Abschnitt fertig waren, haben sie Botschaften hinterlassen, um ihn als sicher zu kennzeichnen. Das hier bedeutet Abschnitt geprüft, keine Minen. Hier sieht man noch das Datum, 14. April 1944. Während des Kalten Krieges werden große Teile der Katakomben zu Atombunkern umgebaut. Jeder von ihnen bietet Platz für tausende Menschen. Es herrschte permanente Angst vor einem Atomschlag. Also baute man rund 80 Atombunker in Odessa. Hier sieht man, welche baulichen Veränderungen dafür notwendig waren. Graben musste man nicht mehr, denn es gab ja bereits ausreichend Platz im Untergrund. Aber die Decken und Wände mussten verstärkt werden. Kalkstein ist von Natur aus mit Rissen durchzogen. Bei einer Atomexplosion wäre es unmöglich gewesen, ihn gegen die kontaminierte Luft abzudichten. Auch dafür finden die Ingenieure eine Lösung.
Man musste verhindern, dass Luft von außen eindringt. Also wurde mit Hilfe eines Pumpsystems ein Überdruck erzeugt. Hier sieht man eines dieser großen Lüftungsrohre. Das ist das gleiche Prinzip wie in U-Booten oder Flugzeugen. Man erzeugt einen gewissen Luftdruck. Umso wichtiger war es also, dass die Luftfilter und Ventilationssysteme funktionierten. Der Strom für die Anlagen kommt von riesigen Generatoren, die in senkrechte Schächte eingelassen und versiegelt worden waren. Hier war Platz für über 5000 Menschen. Man brauchte also viel Energie, um alles am Laufen und in gutem Zustand zu halten. Nach Ende des Kalten Krieges werden die militärischen Anlagen zurückgebaut und die Bunker aufgegeben. Bis heute sind nur etwa 20% der Katakomben kartiert. Da ein so großes Areal kaum komplett abgesichert werden kann, wagen sich immer wieder Abenteurer in die Tunnel. Das birgt Risiken. Die Leute verlieren die Orientierung. Das geht ganz schnell. Immer wieder verirren sich Menschen in den Katakomben. Zum Glück gibt es Freiwilligenteams, die sich dann auf die Suche machen. Es ist nicht leicht, die Vermissten zu finden. Denn dieses Gestein hat eine besondere Eigenschaft. Es schluckt Geräusche. Schon 10 Meter entfernt hörte ich niemand mehr schreien. Die Katakomben von Odessa bergen nicht nur Gefahren, sondern auch besondere klimatische Bedingungen. Das macht sich eine Cognac-Brennerei zunutze. Der unterirdisch gelagerte Cognac macht diesen Ort so außergewöhnlich. Cognac wird schon immer in den Katakomben deponiert. Der Kalkstein soll ihm eine besondere Qualität verleihen. Der Reifeprozess findet hier unten statt. Der typische Muschelkalk von Odessa verleiht dem Cognac eine besondere Energie. Diese Flasche ist 129 Jahre alt, der älteste Cognac der Ukraine. Einer der Cognacs ist nach den Katakomben benannt. Besucher können ihn im unterirdischen Ambiente verköstigen. Hier werden Partys veranstaltet. Es gibt Konzerte, Kunstausstellungen und sogar einen Kinosaal. Ein ganz besonderer Ort. Ob als Kalksteinbruch in der Gründungszeit oder als Schutzbunker in Kriegszeiten. Die Katakomben spielen von jeher eine wichtige Rolle in der Stadtgeschichte Odessas. Den Einheimischen bedeuten die Katakomben viel. Wir haben nicht nur über der Erde ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern auch einen sicheren Ort hier unten. Es ist schön, Besuchern der Stadt unsere Katakomben zeigen zu können.